dazu noch etwas sagen wird und Herr Deckert selbst komponierte Lieder spielen wird. Im Anschluss gibt es ein Glas Wein und eine Pizza und so weiter. Ich wünsche Ihnen viel Freude. Jetzt kümmere ich mich noch mal ein bisschen um Stühle, aber Sie müssen einfach anfangen. Wenn mal die Krone rutscht, über die Augen flutscht, God save the Queen. Was wohl ein Golfer denkt, vom Häufchen abgelenkt, sein Ball liegt mittendrin, ratlos kratzt er am Kinn. Wenn die Wege mal falsch laufen und dein Tag kommt aus dem Tritt, dann plan einfach Zeit ein und komm doch einfach mit. Mal Kriege mal zu nass sein, dann Schnee reißt zu kalt. Dann schau doch mal bei Horst rein und die Nacht, was er so malt. Im Atelier von Otto B. Wacke bald die Wände und Humor kommt nicht zu kurz. Im Atelier von Otto B. Da klatscht du in die Hände und der Ärger ist bald Sturz. Das darfst du nicht, das geht nicht, denn das wär Sakrileg. Wer sowas sagt, vergisst sich, das wär nicht Gottes Weg. Jeder Strich wird grad sein, doch das hat kein Gewicht. Jeder Strich wird grad sein, gibt's die Erdenkrümmung nicht. Im Atelier von Otto B. Wackeln bald die Wände und Humor kommt nicht zu kurz. Im Atelier von Otto B. Lass alle fünf grad sein, vergiss, was dich bedrückt. Lockeres Erleben und dein Lachen kehrt zurück. Und lockeres Erleben und dein Lachen kehrt zurück. Freundinnen und Freunde der Kunst, das Wichtigste gleich vorweg und für unsere internationalen Gäste hier, die mag sein, zum Staatsbesuch der Queen in Celle extra angereist und nun in diesem Café hängen geblieben sind, ins Englische übersetzt, let's start with the most important thing. Diese Ausstellung satirischer Bilder von Horst G. Rune, die Queen kommt, diese Ausstellung ist legal. Für einen wie Horst G. Brune, der in früheren Zeiten durch Spaß-Guerilla-Aktionen nachhaltig Spuren hinterließ, nun wahrlich keine Selbstverständlichkeit. Viermal hat er auf der Documenta in Kassel ausgestellt, ohne jemals eingeladen worden zu sein. Und so hört man aus dem näheren Umfeld des Künstlers, manchmal läuft da immer noch was. Heute allerdings, und das hat er mir noch einmal kurz vor dieser Ausstellung per Fax und Fingerabdruck versichert, läuft alles de jure, also nach Recht und Gesetz ab. Und er bewegt sich dabei mit seinen Bildern auf der Tradition von Parodie und Karikatur, also Satire in Bildform, wenn man so will. Horst G. Brune ist angereichert mit Wissen aus einer Zeit, in der das Gartha-Studio noch Teil des Bildungskonzepts öffentlich-rechtlicher Fernsehanstalten war und immer mittwochs dem ZDF Einschaltquoten bescherte, die uns noch heute an die grandiosen Wahlsiege der SED denken lassen. Dort, Ende der 60er Jahre, wo dem luxuriösen Leben durch den Kapitalismus der westlichen Welt Tür und Tor geöffnet wurden, hat der Satz des Künstlers, das neue Shampoo hat versagt, seinen Sitz im Leben. Und Horst G. Brune gelingt der sprachliche Spagat in die unmittelbare Gegenwart hinein, wenn er die Queen mit ihrer Krone auf der Nasenwurzel porträtiert und mit den Worten, das neue Shampoo hat versagt, frech und wie ich meine respektlos, wenn man so will, im besten Sinne britisch, kommentiert. Lieber Hotte, eine kleine Anmerkung meinerseits. Ich glaube, es war nicht das Shampoo,
sondern das Haarspray. Aber lassen wir diese Haarspalte rein, reden wir über deine Bilder heute. In jedem Bild, so stellt es sich mir dar, erzählt Horst G. Brune dem geneigten Betrachter oder der Betrachterin eine Geschichte. Und diese Geschichte ist dominanter Bestandteil des Bildes. Seine Malerei steht im Gegensatz zu anderen Kunstformen nicht so stark im Vordergrund. Die Qualität seiner Bilder kommt nicht durch die Malerei allein zustande. Vielmehr beziehen die Bilder von Horst G. Brune ihre Qualität durch ein energiegeladenes Zusammenspiel von Malerei und Text. Den Satz kann ich dir noch mal leihen. Die Deutungsmuster des Zusammenspiels sind unmissverständlich und nicht beliebig und erst recht nicht austauschbar. Die additive Auflistung möglicher Lösungen oder die Flucht in die Sowohl-als-auch-Auslegung führen zu Fallen, die der Künstler erst gar nicht aufgestellt hat. Seine Textbausteine verhindern, dass das Bild falsch gedeutet wird. Die Bilder von Horst G. Brune sind im Gegensatz zum Künstler selbst nicht leise. Es sind meines Erachtens laute, schreiende Bilder, die mit einem Augenzwinkern anecken wollen, die uns wachrufen wollen, die uns anhalten zu einer Haltung gemäß der jeweiligen Thematik. So ganz individuell auf das Private bezogen, auf die Freizeitgestaltung eines Menschen, wenn es um Überlegungen eines Golfspielers geht oder gesellschaftspolitisch motiviert, wenn der Transport von Atommüllfässern kritisch beleuchtet wird oder wenn es etwa deutsche Salafisten in einem überfüllten Boot auf den Weg über das Mittelmeer nach Syrien zieht. Ja, Horst, deine Bilder laden ein zum genauen Hinsehen und setzen Kenntnis gewisser Thematiken voraus. Das Bild Politik ist ein Haifischbecken, gibt erst nach längerem Hinsehen den Blick auf den an den Rollstuhl gefesselten Finanzminister Schäuble frei. Ja, ja. Und alle Welt mag sich fragen, wie ist dieser eigentlich samt Rollstuhl auf den Sprungsturm des Haifischbeckens gekommen? Und wird er springen oder rollen? Womöglich noch mehr Fragen mögen uns in den Sinn kommen beim Erkunden der Paradiesszene. Lieber Horst, du gehst aber auch keinem Thema aus dem Weg. Sind die beiden Adams wirklich homosexuell? Muss sich ein evangelischer Pastor angesichts einer solchen Darstellung nicht echauffieren, vielleicht angewidert abwenden und Blasphemie schreien, Horst? Die Wiege der Menschheit läge in zwei Männerrippen begründet. Und was sagt eigentlich die Gleichstellungsbeauftragte der Stadt Celle dazu? Vielleicht schaut sie ja mal vorbei und erklärt sich bis zum 6. September übrigens, sollte ihr das wohl gelingen. Wertgeschätzte Zuhörerinnen und Zuhörer, in einem Ratgeber über die Laudatio einer Vernissage habe ich einmal gelesen, sie, die Laudatio, sei die größte Klippe für die gute Laune während einer Vernissage. Ich will es mal so sagen. Meine Laudatio soll den Bildern von Horst G. Brune dienen. Und diese seine Bilder auszuhalten, fordert der Ausstellungsbesucherin oder Besucher, also euch, allen verfügbaren Humor ab. Aber der Gewinn, der sich daraus ergibt, bei jedem Einzelnen, ist enorm. Horst G. Brune nennt seine Bilder serotonische Textbilder. Ich sage euch nichts Neues. Serotonin ist unser Wohlfühlhormon. Ohne Serotonin sind wir schlecht drauf, ängstlich, womöglich sogar depressiv. Serotonin kann man nicht einfach essen oder in Form einer Pille schlucken. Serotonin wird durch die Bilder von Horst G. Brune direkt im Gehirn hergestellt und versetzt dann
die an seiner Kunst Interessierten in einen Zustand entspannter Zufriedenheit. Ich sag's mal so, seine Bilder stehen also im Dienste der Medizin. Im Dienste der Menschheit. Sie sind pure Glückspillen. Doch Vorsicht, sie machen zwar glücklich, aber auch süchtig, Horst. Es war mir eine große Ehre, die Vernissage durch eine Laudatio zu bereichern, Horst. Nun wünsche ich uns allen viel Freude beim Entwickeln körpereigener Glückshormone. Danke für Ihre Aufmerksamkeit.